und Herren, ich freue mich, dass wir heute wieder beim Klimaschutz einen Schritt vorankommen. Bevor ich aber zum Gesetzentwurf der Regierungskoalition komme, möchte ich erst mal etwas zum Antrag der FDP sagen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist jetzt schon das mehrfach diskutieren wir jetzt hier schon über Ihren Vorschlag, den europäischen Emissionshandel sofort auszuweiten auf den Bereich Verkehr und Gebäude. Und wir haben in der Vergangenheit, und ich denke, das sollten Sie auch tun, mit Praktikern geredet, mit Unternehmerinnen und Unternehmern, mit Gewerkschaften und Betriebsräten. Und auch die Wissenschaft sagt, die Vermeidungskosten sind sehr unterschiedlich. Und was passiert, wenn wir Ihren Vorschlag umsetzen würden? Der Fahrer oder die Fahrerin eines großen Autos kann sich einfach freikaufen, aber die Industrie kann nicht schnell genug reagieren. Und das, was Sie hier machen an dieser Stelle, ist nichts anderes als eine Gefährdung des Industriestandorts Deutschland, unserer Grundstoffindustrie. Und das können wir als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten auf gar keinen Fall unterstützen. Und ich freue mich, dass unser Koalitionspartner auch diese Einsicht teilt und dass wir hier einen Gesetzentwurf für einen nationalen Emissionshandel einbringen im Bereich Verkehr und Gebäude. Und die Kernbotschaft, die von diesem Gesetzentwurf ausgeht, ist, fossiles CO2 bekommt jetzt überall einen Preis. Das ist ganz entscheidend. Wir sagen weiterhin, wir wollen einen Wirtschaftskreislauf, der Herr Kollege, da komme ich gleich noch zu. Wir wollen einen Wirtschaftskreislauf, der fossiles CO2 reduziert. Wir wollen eine Low-Carbon-Economy. Wir wollen eine zukunftsfähige Wirtschaft schaffen. Und wir wollen der Industrie und dem Gewerbe und den Verbraucherinnen und Verbrauchern die notwendige Übergangszeit geben. Herr Kollege Lindhoff, erlauben Sie eine Zwischenfrage? Nein, wir haben die Debatte ja noch im Ausschuss. Das mache ich jetzt nicht. Die Kolleginnen und Kollegen wollen ja auch noch mal nach Hause. Die Einnahmen, die wir erzielen aus dem Emissionshandel, fließen an die Bürgerinnen und Bürger zurück in Investitionsprogramme, in die Senkung der EEG-Umlage, in das Wohngeld, in die Unterstützung bei den Fahrtkosten. Und es ist ja gerade schon vom Kollegen Dr. Köhler angesprochen worden, es wird hier behauptet, dieses Gesetz sei verfassungswidrig. Ich habe einen hohen Respekt vor dem Bundesverfassungsgericht, aber die Art und Weise, wie hier das Verfassungsgericht instrumentalisiert wird, halte ich für überhaupt nicht tragfähig, meine Damen und Herren. Das, was Sie hier machen, ist, wir haben ein Gesetz mit einem Zeitraum, es soll bis mindestens 2050 wirken. Und Sie nehmen die Einführungsphase heraus und schließen von der Einführungsphase auf das gesamte Gesetz. Das ist ein fataler Fehler. Ihr Betrachtungszeitraum ist absolut falsch. Das wäre so wie beim Fußball. Da hat BVB 2:0 zurückgelegen gegen Mailand. Mein Bruder war im Stadion und sagte, er geht nach Hause. Wäre nach Hause gegangen, wäre ein fataler Fehler gewesen. Das Spiel dauert 90 Minuten. Der Betrachtungszeitraum ist entscheidend. Und wir haben Ihnen ja deutlich gemacht, übrigens das Einzige, wo ich mal Schwarz-Gelb gut finde. So, meine Kolleginnen und Kollegen, wir haben in der Anhörung herausgearbeitet, der europäische Emissionshandel hat 12 Jahre gebraucht, bis er ein wirksames Preissignal gegeben hat. Wir wollen das in 6 Jahren schaffen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, wir müssen und wir werden in diesem Bereich erfolgreich sein. Und wir bringen viele Dinge nach vorne. Wir stocken jetzt die Mittel für die Eisenbahn auf, Rekordinvestitionen. Wir schaffen ein modernes Gebäudeenergierecht, damit wir vorankommen. Wir erhöhen die Zuschüsse in diesem Bereich. Wir fördern die steuerliche Förderung. Wir machen endlich ein Gebäudeenergierecht, wo die Photovoltaik angerechnet werden kann als erneuerbare Energie. Das ist ganz entscheidend. Der 52-Gigawatt-Deckel geht voran, und wir werden die Bürgerenergie aufstocken. Und das machen wir alles parallel zu der Einführung dieses Emissionshandels. Denn der Emissionshandel allein wird es ja nicht schaffen. Der Emissionshandel muss flankiert werden von Innovation, von Forschung, von Anreiz und von Ordnungsrecht. Und dann werden wir gemeinsam erfolgreich sein. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Klaus Minnow. Liebe Kollegen, es kam gerade die Frage nach einer Kurzintervention. Ich möchte Ihnen sagen, warum ich sie nicht zugelassen habe. Weil wir im Moment bei der Tagesordnung bei 19 Uhr angelangt sind, Freitagabend. Und deswegen werde ich wie ähnlich bei Abend- und Nachtsitzungen keine Kurzintervention mehr zulassen. Sie haben tatsächlich die Möglichkeit, die Debatte ja fortzusetzen. Herr Hilse, Sie wissen, was jetzt kommt. Ich bitte Sie herzlich, auf optische Aussagen zu verzichten. Es gibt eine Übereinkunft, dass wir
dass wir Argumente austauschen, aber uns kommt gerade ganz stark von Ihrer Fraktion, dass wir auf große Buttons und Sticker verzichten. Ich bitte Sie, diesen Button abzunehmen. Vielen wenn Dank. Sie mich als Präsidentin darum bitten, ich bitte Sie, wenn ich schon mal so nett zu Ihnen bin. Gut, okay. Bitte ins Protokoll. Nein, vielen Dank, Herr Hilse. Ich danke Ihnen sehr. Also, wie Sie sehen, der nächste Redner steht schon da, Carsten Hilse für die AfD-Fraktion. Ja, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Landsleute, endlich ist die nächste Stufe der Ausplünderung eingeläutet. Klimaschutzgesetz, Brennstoffemissionshandelsgesetz, die gesetzlichen Grundlagen zur Besteuerung der Atemluft steht kurz bevor. Sobald das Gesetz, sobald das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer springt. Ein beliebter Spruch im Mittelalter, um den Ablasshandel zu begleiten. Auch hier wurde eine Gefahr, die im Fegefeuer zu verbrennen, frei erfunden, um die Menschen gnadenlos auszuplündern. Und auch heute macht man sich Gedanken, wie man die Ausplünderung forcieren, wie man sie perfektionieren kann und wie man die Menschen dazu bringt, dass sie sich freiwillig einen nicht unerheblichen Teil ihres hart erarbeiteten Geldes abpressen lassen. Bemerkenswerterweise ist es auch heute wieder das Fegefeuer, vor denen man den Menschen Angst macht, diesmal aber nicht nur für die einzelne Seele, sondern der Untergang der ganzen Welt, quasi das finale Fegefeuer. Mit einem Priester auf der Kanzel ist es bei solchen Dimensionen natürlich nicht getan. Da muss man schon größere Geschütze auffahren. Und so konnten wir in den letzten Jahren, vor allem im zurückliegenden Jahr, eine gut geplante, hochemotionale und professionell durchgezogene Kampagne erleben, losgetreten von Neomarxisten, Neostalinisten, teilweise finanziert von Multimilliardären, begleitet von Leitmedien, vor allem den Öffentlich-Rechtlichen. Diese hämmerten ihren Lesern und Zuschauern tagtäglich ein, dass sie für das nahende, finale Fegefeuer verantwortlich seien. Mit genügend finanziellen Mitteln ausgestattete Organisationen nahmen dann Kinder und Jugendliche ins Visier und missbrauchten diese für ihre Ziele. Als Vorbild galt die Kulturrevolution in China und die damaligen Kommunisten, die die Kinder gegen ihre Eltern aufhetzten. Damals war es der große Sprung mit Millionen von Toten, heute ist es die große Transformation. Unter der Anführerschaft von Greta Thunberg zogen hüpfend und schreiend tausende Kinder und Jugendliche durch die Straßen und forderten den Wohlstand, den ihre Eltern mit ihrer Händearbeit geschaffen hatten, für die Rettung der Welt zu vernichten und den bösen Kapitalismus doch endlich zu überwinden und endlich weltweit den Übergang zum Sozialismus einzuläuten. Ich bin im Sozialismus aufgewachsen. Ich habe Plan- und Mangelwirtschaft erlebt, ich habe Meinungsdiktatur erlebt und die Einschränkung der persönlichen Freiheit. Ich möchte keinen Sozialismus, egal ob er im braunen, roten oder im grünen Gewand daherkommt. Gut, um Greta ist es in den letzten Wochen etwas ruhiger geworden. Das hat sicherlich damit zu tun, dass sich die Amis eher nicht um falsche Weltuntergangspropheten kümmern. Von hier aus herzlichen Glückwunsch, Herr Trump, zum Aussteigen aus dem Pariser Klimaübereinkommen. Allerdings interessieren sich die deutschen Leitmedien dafür, wie Frau Thunberg jetzt CO2-neutral nach Madrid kommt. Wenn Frau Göring-Eckardt, sie ist heute nicht da, schade, und der Berliner Bischof recht behalten, die sie mit einem Propheten und Jesus verglichen haben, wird sie wohl übers Meer gelaufen kommen. Kommen wir zum Gesetz. Mit der Einführung eines nationalen Emissionshandelsgesetzes wird ein weiteres Bürokratiemonster geschaffen, das die Menschen weiter ausplündert. Die Kosten werden gewohnheitsgemäß von den Unternehmern direkt oder indirekt auf die Kunden umgelegt werden. Gleichzeitig schafft man die nächste Abteilung, Behörde oder wie man immer das auch nennen will, in der die Grünen und Sozialisten ihre Studienabbrecher hochbezahlt unterbringen können. Die Plätze hier im Bundestag sind ja durchaus begrenzt. Wahrscheinlich werden noch einige der externen Berater darunter sein, für die das Umweltministerium seit 2014 mal schlappe 600 Millionen Euro ausgegeben hat. In § 10 werden die Preise für die Zertifikate festgelegt, allerdings mit der Maßgabe, sie jährlich verändern zu können. Der Startpreis von 10 Euro zeugt von der Angst der Bundesregierung vor Massenprotesten. Wegen dieser Angst heißt diese faktische CO2-Steuer auch nicht Steuer, sondern Bepreisung. Ich persönlich hoffe, dass die Verkaufszahlen für Gelbwesten nach der Verabschiedung dieser Gesetze nach oben schnellen werden. Mehrere Juristen gehen übrigens davon aus, dass das Gesetz nicht verfassungskonform ist, vor allem auch deshalb, weil die
Abgabe, die faktisch eine CO2-Steuer ist, aus Angst vor Gelbwesten-Protesten nicht als solche benannt wird. Das klang bei der Anhörung im Ausschuss an. Alles in allem ist es ein weiteres Gesetz, das aufgrund einer absurden, nicht bewiesenen Hypothese erlassen wird, das erstens dazu dient, das Volk noch effektiver auszuplündern und zweitens die Gesellschaft hin zu einer ökosozialistischen Diktatur zu transformieren. Und damit, liebe Genossen, verlassen Sie den Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und werden dafür zur Verantwortung gezogen werden. Ich hoffe für Sie nach Artikel 20 Absatz 2 und nicht Artikel 20 Absatz 4 Grundgesetz. Vielen Dank. Können Sie bitte den Button mitnehmen? Dankeschön. Danke, Carsten Hilse. Nächste Rednerin, Dr. Anja Weisgerber für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen. Wir erreichen die Klimaziele, die sind sehr ehrgeizig, 2030 nur, wenn wir in allen Sektoren ansetzen und überall den CO2-Ausstoß senken. Und deswegen haben wir ein umfassendes Klimapaket auf den Weg gebracht, das zum einen besteht aus einer ganzen Reihe von Maßnahmen, über 70 Maßnahmen, die wir jetzt Stück für Stück in den Bundestag bringen. Das zum anderen besteht aus einem Kontrollmechanismus, der absolut wirksam ist, den wir im Klimaschutzgesetz verankern. Und das zum dritten besteht aus einer CO2-Bepreisung. Und ich bin richtig stolz, dass wir diese CO2-Bepreisung jetzt auch auf den Weg bringen. Ein Großteil der Stromerzeugung und der Industrie ist ja bereits im europäischen Emissionshandel erfasst. Bislang nicht erfasst sind aber die Bereiche Wärme und Verkehr. Und wir sind jetzt eines der ersten Länder auf europäischer Ebene in der Europäischen Union, das einen nationalen Emissionshandel auf den Weg bringt für diese Bereiche mit dem Ziel, auch die anderen EU-Mitgliedstaaten dazu zu bringen, dass der EU-Emissionshandel auf die Bereiche auch ausgeweitet wird. Und das hat ja bereits auch die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auch angekündigt. Und wir machen neben der CO2-Bepreisung eben ein umfassendes Maßnahmenpaket, das Anreize beinhaltet, um den Bürgern den Umstieg auf klimafreundliche Technologien zu ermöglichen. Das, meine Damen und Herren, ist in unseren Augen ein wirksames Gesamtpaket, um auch die Klimaziele zu erreichen. Gerade mit dem Kontrollmechanismus können wir nämlich immer wieder Jahr für Jahr auch überprüfen, ob wir auf Kurs sind. Und ich würde mir sehr wünschen, aber wahrscheinlich ist es und bleibt es eine Wunschvorstellung, dass die Kolleginnen und Kollegen der Opposition, vor allem der Grünen, auch mal anerkennen, dass wir diesen großen Schritt jetzt gehen und nicht drohen, im Bundesrat dieses Paket zu blockieren. Sonst kommen wir in unserem gemeinsamen Ziel, nämlich die Klimaschutzziele zu erreichen, keinen einzigen Millimeter voran. Und das können auch Sie nicht wollen, meine Damen und Herren. Wir gehen den Einstieg, den Schritt in den Emissionshandel zu Beginn bewusst behutsam. Das hat uns Kritik eingebracht bezüglich der 10 Euro pro Tonne CO2. Aber der Anfang ist doch nicht das Entscheidende, sondern der glaubwürdige Aufwuchspfad und dann auch das Ende dieses Aufwuchspfades, wo wir im Endeffekt bei der Preisentwicklung einen Korridor vorsehen. Bis 2025 wird der Preis verdreifacht. Und dann, werter Herr Kollege Köhler, bildet sich dieser Preis am Markt. Und es ist auch vorgesehen, dass nach der Bildung des Preises im Korridor 35 bis 60 Euro der Preis sich auch vollkommen frei am Markt bilden kann und dann auch der Höchstpreis wegfallen kann, meine Damen und Herren. Und dann sind wir bei den Preisen, die die Wissenschaft fordert. Aber wir wollen die Menschen dabei mitnehmen. Wir wollen die Unternehmen nicht so stark belasten. Wir wollen, dass sie sich auf diese CO2-Bepreisung einstellen. Wir wollen den Menschen jetzt sagen, dass sie umsteigen müssen, bevor die Preise dann auch ansteigen werden. Und das ist unsere Politik. Und die ist auch durchaus vernünftiger als die der Opposition. Und uns ist im Gesetz wichtig,
dass wir die Unternehmen, die bereits im europäischen Emissionshandel auch aufgenommen sind, die da schon auch belastet sind, dass die nicht doppelt belastet werden. Unser Ziel ist, im Rahmen der Gesetzgebung Doppelbelastungen möglichst von Anfang an auszuschließen und so den Liquiditätsentzug und die Bürokratie bei der Rückabwicklung zu vermeiden. Das ist durchaus möglich, und wir werden diesbezüglich im Gesetzgebungsverfahren auch noch die Details regeln. Wir sind mitten in dem Gesetzgebungsverfahren, dass wir schneller abschließen werden, als Sie sich jemals vorstellen können, trotzdem fundiert arbeiten werden, lieber Herr Köhler, im Unterschied zur Opposition und im Unterschied zur FDP, wo ich auch nur sagen kann, Sie sind ja nicht mal aufs Spielfeld gegangen. Dann hätten wir das mit Ihnen jetzt verhandeln können. Das möchte ich an der Stelle auch mal sagen. Ja? Also, wir haben mittelständische Unternehmen, die sind nicht im europäischen Emissionshandel. Und da ist unser Ziel, einen angemessenen Schutz auch vorzusehen, dieser Unternehmen, die auch im internationalen und im europäischen Wettbewerb stehen. Auch für diesen Carbon Leakage Schutz, das ist der Fachbegriff, werden wir uns stark machen, denn wir spielen Ökologie und Ökonomie eben nicht gegeneinander aus, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir haben noch ein weiteres Kernanliegen, nämlich die Beteiligung des Bundestages in dem Vollzug des Gesetzes durch Verordnungen. Der Gesetzentwurf sieht an einigen Stellen vor, dass Verordnungen erlassen werden, um das Gesetz im Detail umzusetzen. Und wir werden hier darauf drängen, dass die Beteiligung des Bundestages an den entscheidenden Stellen der Ausgestaltung dieser entscheidenden Rechtsverordnungen auch garantiert ist. Weil das sind wichtige Detailregelungen, wo wir auch an Bord sein müssen. Das ist auch politisch für das Ministerium wichtig, dass wir hier die breite demokratische Basis auch des gesamten Bundestages haben. Ein wichtiges Kernanliegen von uns. Ja, und für uns ist auch essentiell, dass man eine klare Differenzierung macht zwischen fossilen und nicht fossilen Brennstoffen bzw. Brennstoffanteilen. Wir haben zum Beispiel E10, und wir müssen hier sicherstellen, dass nur für 90% eben für den fossilen Anteil auch eine Bepreisung vorgenommen wird und eben nicht für den 10%igen Anteil der biogenen Beimischung. Das ist deswegen wichtig, weil wir hier auch die Biokraftstoffe und perspektivisch auch die synthetischen Kraftstoffe voranbringen wollen, weil sie uns auch dabei helfen werden, die CO2-Ziele auch einzuhalten. Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Ich werde nicht müde zu betonen, dass wir ein umfassendes Paket auf den Weg bringen, das es so in der Form in Deutschland noch nie gegeben hat. Mir ist es wirklich wichtig, dass unsere Kinder und Enkel in einer gesunden und lebenswerten Welt auch leben können und dass wir dem Klimawandel entgegentreten. Und ich appelliere an Sie, lassen Sie uns mal endlich fraktionsübergreifend und parteiübergreifend an diesem Ziel arbeiten. Das sind wir auch unseren Kindern und Enkeln schuldig. Ich zähle auf Ihre gute Zusammenarbeit im Bundesratsverfahren. Dankeschön. Das war Anja Weisgerber von der CDU-CSU-Fraktion. Sie ist Beauftragte für Klimaschutz. Und da gab es schon einige muntere Zwischenrufe, unter anderem von Lukas Köhler von der FDP-Fraktion. Er ist klimapolitischer Sprecher und nun ans Pult getreten. Entschuldigung, es ist einfach niedrig. Sehr geehrte Frau Präsidentin, nicht nur das Gesetz, ich meinte das Rednerpult. Entschuldigung. Danke, danke. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Klaus, auch Borussia Dortmund darf bis zur Halbzeit nicht mit 15 Spielern spielen. Das ist doch völlig absurd zu sagen, wir machen jetzt ein Gesetz, das verfassungswidrig ist, bis 2025. Und dann, ab dann, hoffen wir darauf, weil es ist ja nicht festgeschrieben, es ist ja ein Revisionsverfahren vorher geplant. Es ist nicht festgeschrieben, dann hoffen wir darauf, dass es dann auf einmal verfassungswidrig wird. Es gibt sicherlich Kolleginnen und Kollegen, die dem Borussia Dortmund das wünschen würden, dass sie mit 15 Spielern spielen. Aber de facto hält man sich an Regeln. Und liebe Anja,
Liebe Frau Weisgerber, du hast dir gewünscht, du hast dir was gewünscht. Und der Bundestag ist kein Wunschkonzert, aber ich wünsche mir auch was. Ich wünsche mir, dass die Union dieses absurde Gesetz stoppt, bevor es zu spät ist. Es ist doch eine Farce, was hier gemacht wird. Ich kann verstehen, dass die SPD das Klimaschutzgesetz durchpeitscht. Das braucht man für den Parteitag, das muss durchgesetzt werden. Aus parteitaktischen Gründen, schnelle Dinge schlecht zu machen, halte ich zwar nicht für gut, aber es ist okay, dass die SPD das möchte. Aber, liebe Union, Geschwindigkeit darf doch nicht vor Qualität gehen. Und das ist das, was mit diesem Brennstoffemissionshandelsgesetz hier gemacht wurde. Mit diesem Gesetz werden Millionen von Bürgerinnen und Bürgern in die Tasche gegriffen, und es bringt fürs Klima noch nicht mal irgendwas. Das ist doch die Absurdität in Papierform. Sie haben es geschafft, ein Gesetz zu schreiben, das die Mittelschicht über die Gebühr belastet und dabei das Geld so verteilt, dass nur die Reichsten und die Ärmsten entlastet werden. Das kann doch nicht das Ziel Ihrer Gesetzgebung sein. Dabei bringt es noch nicht mal was. Sie haben einen Preis gewählt, der ganz, ganz sicher keinen Klimaeffekt haben wird. Und alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dieses Landes sagen, dass das Nonsens ist. Sie haben es geschafft, ein Gesetz zu schaffen, das nur so von Bürokratie strotzt und das sogar verfassungswidrig ist. Liebe Union, ich kann verstehen, dass die SPD nicht viel für die Landwirte übrig hat. Aber Sie stellen sich Jahr für Jahr hier hin und sagen, Sie sind die Anwälte der Landwirte. Und dann beschließen Sie ein absurdes Gesetz, das die Bürokratie erhöht. Und ich möchte Ihnen erklären, warum. Das Problem dieses Gesetzes ist, dass jeder Hersteller, jeder Landwirt, der Biomethan herstellt, die gleiche Bürokratie haben muss. Und natürlich ist Biomethan auf Null Emissionen gesetzt. Natürlich ist es richtig. Aber trotzdem muss er bürokratisch am Emissionshandel teilnehmen. Das ist eine Farce. Sie belasten die Landwirte dieses Landes über die Maßen, die ja nicht gerade unter Bürokratieentlastung nur so leiden. Sie hatten die Ex-Post- und Ex-Ante-Belastung der Industrie angesprochen. Was heißt das? Die Industrie muss am bürokratischen Emissionshandel auch dann teilnehmen, wenn sie doppelt belastet wird. Und das ist im Moment das Problem. Man kann es ändern. Sie werden weiterhin bürokratisch belastet werden. Nur jetzt ist der Fall, dass Sie das Geld, das Sie dringend für Investitionen benötigen, erstmal an den Staat überweisen und dann darauf hoffen müssen, dass Sie es irgendwann zurücküberwiesen kriegen. Auch das ist ein Problem, mit dem Sie umgehen müssen. Und da hoffe ich darauf, dass Sie das ändern können. Und man könnte es ändern, wenn das Gesetz nicht innerhalb einer Woche durch diesen Bundestag gepeitscht werden würde. Wenn Sie die Verbände eingebunden hätten, wie Sie die Verbände nicht nur einen halben Tag, und zwar einen Sonntag, Zeit gegeben hätten, das durchzusetzen. Aber meine Damen und Herren, das Schlimmste an diesem Gesetz ist, es ist verfassungswidrig. Und das ist ganz klar. Und das haben die Experten im Ausschuss auch exakt so aufgezeigt. Und warum ist das so? Weil es eben kein Emissionshandel ist. Es hat keine Mengenbegrenzung, die wirkt. Es hat gar keine Mengenbegrenzung. Es hat noch nicht mal eine Handelbarkeit. Und beides wäre notwendig gewesen, um dieses Gesetz nicht verfassungswidrig zu machen. Und was passiert dann? Am Ende wird das Gesetz für nichtig erklärt. Und wenn es für nichtig erklärt wird, dann hat die SPD kein Problem mehr, weil sie dann im nächsten Jahr keinen Finanzminister mehr haben. Aber Sie, liebe Union, die Sie immer an der Regierung sind, haben dann das Problem, dass Sie das Geld zurückzahlen müssen. Und zwar nicht an die Bürgerinnen und Bürger, sondern an die Unternehmen, die das längst weitergegeben lassen. Sie belasten diese Menschen, Sie machen keinen Klimaschutz, Sie setzen das Gesetz nicht sinnvoll um. Bitte ändern Sie das und sorgen Sie dafür, dass man Klimaschutz sinnvoll macht. Wir haben dafür einen Weg vorgezeigt. Den gilt es umzusetzen. Vielen lieben Dank. Das war der klimapolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Lukas Köhler. Er sagt, das Gesetz, das vorgelegt worden sei, strotze vorgelegt worden ist, so muss es heißen, strotze vor Bürokratie. Jetzt geht es weiter mit Lorenz Köster-Beutin von der Linken. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Der Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, Thomas Bareis, hat jetzt am Wochenende getwittert, die Umweltverbände in der Bundesrepublik Deutschland seien schuld, wenn in der Automobilindustrie Arbeitsplätze verloren werden. Das heißt, Thomas Bareis aus dem Wirtschaftsministerium versucht tatsächlich, das Versagen der Bundesregierung den Umweltverbänden anzulasten. Das ist ein Skandal. Müsste es nicht eher um eine wirksame Industriestrategie dieser Bundesregierung gehen? Müsste es nicht um Ideen für die Zukunft gehen, wie wir die Wirtschaft umgestalten werden?
Ist es nicht längst überfällig, dass diese Bundesregierung mit den Gewerkschaften gemeinsam eine Strategie entwickelt, wie wir gute Arbeitsplätze in Deutschland erreichen können, wie wir im Zuge des sozialökologischen Umwandels, des sozialökologischen Wandels gute Arbeit erhalten, wie wir Arbeitsplätze umbauen, wie wir eine Konversion von Arbeitsplätzen erreichen? Wir müssen gute Arbeit schaffen und gleichzeitig Klimaschutz machen. Aber Ihr Emissionshandel bringt an dieser Stelle keine Fortschritte. Wir hatten am Dienstag eine Anhörung im Umweltausschuss zum Emissionshandel. Und beide juristischen Experten, die dort vertreten waren, haben noch einmal genau erläutert, warum dieses Gesetz verfassungswidrig ist. Weil diese Art der CO2-Bepreisung über den Emissionshandel, wie Sie es gestalten, nicht funktioniert. Und das bestätigen bis jetzt alle juristischen Gutachten, die auch Ihnen vorliegen. Also, wir sagen, Sie gefährden Klimaschutz, wenn Sie hier ein Gesetz vorlegen, was nicht nur unwirksam und sozial ungerecht ist, was auch noch verfassungswidrig ist, weil damit verzögern Sie wirksam Klimaschutz noch mal weiter. Deswegen sagen wir, es ist nicht nur unwirksam, das bestätigen alle Wissenschaftlerinnen, das bestätigen die Umweltverbände, es ist sozial ungerecht, aber es kann sogar im Verkehrsbereich die gegenteilige Wirkung von dem, was Sie wollen, erreichen. Und ich gebe Ihnen gerne da zwei Beispiele. Eine Familie mit zwei Kindern, sie hat ein Einkommen von, sagen wir, 2.000 Euro. Sie hat ein kleines Auto, einen älteren Kleinwagen. Diese Familie wird unter dem Strich belastet, denn sie können über die Pendlerpauschale nur einen geringen Anteil von ihrer Steuer absetzen. Sie werden aber durch die steigenden Benzinpreise überproportional belastet. Einkommensschwache Haushalte, das ist das Problem. Und ein Single, Monatseinkommen, sagen wir 25.000 Euro, das ist schon sehr viel, fährt ein SUV, der würde deutlich entlastet, weil die höheren Benzinpreise würde er kaum in seinem Portemonnaie spüren, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, da er den Höchststeuersatz zahlt, wird er durch die Pendlerpauschale, durch die Steigerung der Pendlerpauschale deutlich entlastet. Das heißt, mit dem Klimapaket, was Sie hier vorlegen, mit diesem Klimapaket, belasten Sie einkommensschwache Haushalte, Sie spitzen die soziale Spaltung zu und Sie reizen reiche Haushalte tatsächlich dazu an, mehr mit dem Auto zu fahren und größere Autos zu fahren. Das heißt, diese soziale Spaltung sollten Sie, gerade liebe Kolleginnen von der SPD, zurückweisen. Sie sollten dieses Gesetz wieder kassieren. Und es kommt letztlich noch absurder. Für Menschen, die mit der Bahn pendeln, gilt eine Höchstgrenze von etwa 48 Kilometer bei der Pendlerpauschale. Diese Höchstgrenze, die für die Bahn gilt, gilt nicht für den Privat-Pkw. Das heißt, Menschen, die vielleicht überlegen, auf die Bahn umzusteigen, aber eine höhere Strecke haben, die sie pendeln müssen, diese Menschen werden dazu ermutigt, einen privaten Pkw zu nutzen und nicht die Bahn zu nutzen. Das macht die Bahn billiger. Ich bitte Sie. Ja, aber genau das wäre der richtige Weg. Es ist der falsche Weg, eine Höchstgrenze in der Bahn zu machen und auf der anderen Seite Menschen anzureizen, privaten Pkw zu nutzen. Das heißt, wagen Sie Regelungen, die für alle gelten, und weisen Sie dieses Emissionshandelsrecht zurück. Vielen Dank. Das war Lorenz Göster-Beutin, energiepolitischer Sprecher der Fraktion Die Linke. In gleicher Funktion spricht für die Grünen Lisa Badum. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, in diesen düsteren Novembertagen des Klimapakets habe ich mir vorgenommen, was für mein gutes Karma zu tun und auch in jeder Rede was Positives zu sagen. Deswegen, was war das Gute in diesem Jahr? Wir haben hier ganz, ganz viel diskutiert über alle demokratischen Fraktionen hinweg. Aus der Ecke kam meistens Themaverfehlung darüber, wann wir die Kohlekraftwerke abschalten sollen, über den Ausbau erneuerbarer Energien und auch über den CO2-Preis, worüber wir heute sprechen. Und wir haben auch über weite Teile der Bevölkerung eine Auseinandersetzung über den Klimaschutz, die andauert. Und alle bringen sich damit ganz viel Engagement ein. Ja? Es sind Wissenschaftlerinnen, die uns Expertise liefern. Es sind Fridays for Future-Aktivisten, die ihre Zukunft in die Hand nehmen und auf die Straße gehen. Es sind Unternehmer, die sich überlegen, wie können wir CO2-freien Stahl produzieren oder wie kann das saubere Auto der Zukunft in Deutschland hergestellt werden. Alle diese Menschen tun ihre Arbeit. Daher frage ich mich, woran merken wir eigentlich, dass die Bundesregierung ihre Arbeit macht und sie gut macht?
Schauen wir uns das doch am Beispiel des heutigen Brennemissionshandelsgesetzes an, im Volksmund auch CO2-Bepreisung genannt. Zuerst mal wäre es schon gut, fände ich, handwerklich gesehen, wenn ein Gesetz verfassungskonform wäre. Und wie wir gehört haben, gibt es da etliche Bedenken. Juristen sind der Meinung, dass ein Fixpreis für die Tonne CO2 nicht den Anforderungen des Verfassungsgerichts an ein Emissionshandelssystem genügt. Daher, wenn Sie einen Emissionshandel aufsetzen wollen, dann lesen Sie doch die Urteile unseres Bundesverfassungsgerichts. Aber das machen Sie nicht. Sie präsentieren stattdessen hier, du Klaus, du liebe Anne, ihr präsentiert ohne Scham ein absolut schludriges Gesetz, ein zusammengewürfeltes Zufallsprodukt aus dem hektischen Hin und Her dieser beiden Regierungen. Fraktion. Das ist wirklich schamlos, muss ich sagen. Der zweite Punkt. Wir machen ja hier Politik, um sozial gerecht, ja, alle mitzunehmen, Verbraucherinnen und Industrie gleichermaßen an Klimaschutz mitzunehmen. Wenn wir jetzt schauen, was schaffen Sie? Sie haben keins von beiden geschafft. Es ist gerade von Gösta Bettin ausgeführt worden. Der CO2-Preis, ja, belastet diejenigen, die weniger verdienen, mehr als die Spitzenverdiener und gibt den Unternehmen keine Möglichkeit zu planen. Und das macht mich deswegen rasend, weil soziale Gerechtigkeit bei euch zu einer wirklich zu einer Schutzbehauptung wird für euren Pillepallismus, für eure klimapolitische Verzagtheit. Realitas macht ihr überhaupt nichts für soziale Gerechtigkeit. Und drittens sollte dieses Gesetz doch ein klares Zeichen dafür setzen, dass erneuerbare Energien wie Strom aus Wind und Sonne nicht länger schlechter gestellt sind gegenüber dreckigen Energien. Und diese Idee hatte ja auch Frau Schulze. Ich habe gelesen, sie schreibt, das Ziel ist, dass sich mehr Menschen beim nächsten Autokauf oder beim nächsten Heizungstausch für die klimafreundliche Variante entscheiden, weil sie sich auch für den Geldbeutel lohnt. Das ist ja ein schöner Traum, Frau Schulze, aber das ist einfach nicht die Realität mit einem CO2-Preis von 10 Euro pro Tonne. Das ist einfach nur lächerlich. In unserer Anhörung zum CO2-Preisgesetz haben alle Experten gesagt, dass dieses Gesetz keinen relevanten Beitrag zur Erreichung der Klimaziele leisten kann. Und für mich, für uns Grüne, lautet das Fazit, auch dieses Gesetz ist durch die schreckliche GroKo-Mühle gewandert, um bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt rauszukommen, völlig wirkungslos und stumpf. Und dann denke ich mir, es wäre doch eigentlich selbstverständlich, dass diese Regierung wie auch die Wissenschaftlerin, wie die Unternehmerin einfach mal ihre Arbeit macht. Und deswegen, ich habe versucht, positiver zu sein, ich komme darauf zurück, ich kann Ihnen nur das Gleiche raten. Machen Sie Ihre Arbeit, geben Sie uns ein Gesetz, das den Namen CO2-Preis verdient. Vielen Dank. Lisa Badum war das, die klimapolitische Sprecherin der Fraktion Die Grünen, die einen neuen Begriff in die Debatte einführt. Es ist der Begriff Pillepallismus. Die beiden folgenden Redner sind wieder von den Koalitionsfraktionen. Es spricht zunächst Timo Gremmels von der SPD. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, es geht in dieser Debatte nicht um das Karma von Frau Badum oder der Grünen, sondern es geht darum, dass wir endlich CO2 einen Preis geben. Und das ist gut so, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herr Hilse, wir hatten in der Tat am Dienstag die Anhörung im Umweltausschuss. Sie hatten einen Experten genannt, ich zitiere mal, was der gesagt hat. Seit 1915 sind mehr als 2 Millionen Immigranten nach Deutschland gekommen, die für 20 Millionen Tonnen CO2 stehen, die Deutschland nicht emittieren würde. Ehrlich gesagt, mit solchen Experten Menschen ein CO2-Preisschild umzuhängen, das erinnert mich an die schwärzeste, an die braunste Teil unserer Geschichte. Schämen Sie sich für solche Experten, schämen Sie sich für solche Aussagen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Zurück zu den Grünen. Ich sage Ihnen mal eins ganz deutlich. Erinnern wir uns mal zurück an die Jamaika-Sondierungsverhandlungen, was Sie da rausbekommen haben. Da war überhaupt nichts. Ja, jetzt tun Sie so, jetzt winken Sie ab, Frau Badum. Ist Quatsch, Sie haben überhaupt nichts geliefert damals. Sie sind in diesem Bereich blank gewesen. Und sich dann jetzt hier hinzustellen und uns sozusagen Vorwürfe machen, wir werden mal zu schnell, mal zu langsam, würden nicht genug tun, das ist völlig falsch. Das geht völlig vorbei, meine sehr verehrten Damen und Herren. Sie müssen mal gucken. Ja, auch diese Große Koalition hatte am Anfang beim Thema CO2-Bepreisung ihre Probleme. Im Koalitionsvertrag stand was drin, wir wollen das irgendwann mal auf G20-Ebene regeln. Aber nachdem genau vor einem Jahr, gestern vor einem Jahr, Svenja Schulze, unsere Umweltministerin in der Humboldt-Universität zur Umweltpolitik der Bundesregierung,
das Thema CO2-Bepreisung erstmalig auf die Tagesordnung gesetzt hat. Binnen eines Jahres liegt hier ein Gesetzentwurf vor. Das zeigt, wir sind handlungsfähig und wir haben die richtigen Instrumente, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen sage ich Ihnen vielen Dank, Svenja, für deine Beharrlichkeit. Und ich sage auch, wir als Sozialdemokratie werden darauf achten, dass dieser CO2-Preis sozialverträglich ist. Wir machen Bahnfahren billiger. Wir schaffen eine Pendlerpauschale, Herr Beutin, die zeitlich befristet ist bis 2026. Wir sorgen für eine Mobilitätsprämie für diejenigen, die eben nicht pendeln. Wir schaffen einen Wohngeldzuschuss. Wir senken die EEG-Umlage. Wir haben Milliarden in die Bahn investiert. Das zeigt, wir kümmern uns um ein soziales sozialverträgliche Energiewende, für einen sozialverträglichen Klimaschutz und für einen sozialverträglichen CO2-Preis, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und der unsanierte Pendler, der wie ich aus dem ländlichen Raum kommt, wird eben mit der SPD nicht die Zeche zahlen. Mit diesem CO2-Preis haben wir die Architektur für CO2-Bepreisung festgelegt. Natürlich muss da auch nachgeschärft werden. Aber das Grundgerüst steht. Und das ist ein großer Epochenwandel, meine sehr verehrten Damen und Herren. Erstmals werden wir CO2 einen Preis geben. Und das ist gut so, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und das haben wir gemacht. Und Sie haben dazu nichts beigetragen. Ja, ich sage aber auch, und das haben wir von Anfang an gesagt, Svenja Schulz und alle, die hier mitgewirkt haben, eine CO2-Bepreisung ist kein Allheilmittel. Es ist nicht die eierlegende Wollmilchsau. Wir müssen deutlich mehr tun, auch im Bereich des Ausbaus der erneuerbaren Energien. Und deswegen sage ich Ihnen, wir haben jetzt hier geliefert, unsere Umweltministerin hat geliefert, jetzt muss auch der Bundeswirtschaftsminister liefern. Und ich sage Ihnen ganz klar, 1000 Meter Abstände, so wie das die Union definiert hat, wird es mit uns nicht geben in der Art und Weise. Es wird auch den PV-Deckel, den wollen wir abschaffen, haben wir vereinbart, aber ohne Vorbedingungen. Und wir wollen noch in diesem Jahr, dass wir beim Mieterstrom vorankommen. Da haben wir die Zusage des Herrn Altmaier, und da muss er liefern. In diesem Sinne, ich freue mich auf die fachlichen Beratungen im Ausschuss. Das wird ein gutes Gesetz. Glück auf Wiedersehen. Vielen Dank, Timon Kremmels. Und letzter Redner in dieser Debatte, Dr. Christoph Ploß für die CDU-CSU-Fraktion. Im Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, wir beraten heute über das Brennstoffemissionshandelsgesetz. Und zugegebenermaßen gibt es Wörter in der deutschen Sprache, die wahrscheinlich etwas mehr Sex-Appeal ausströmen als dieses Wort. Aber dieses Gesetz ist ein enorm wichtiges, denn es wird für die nächsten Jahre, möglicherweise für die nächsten Jahrzehnte, einer der zentralen Eckpfeiler unserer Klimaschutzpolitik sein. Und es wird enorm wichtig sein, wenn wir die Klimaschutzziele Deutschlands, aber auch Europas oder am Ende der gesamten Welt erreichen wollen. Und unser Ziel als CDU-CSU-Fraktion ist dabei klar. Wir wollen im Jahr 2050 klimaneutral werden. Aber anders als andere Fraktionen, vor allem die Grünen muss man da nennen, wollen wir das nicht über apokalyptische Horrorszenarien erreichen. Wir sind auch anders als die AfD, die den Klimawandel insgesamt leugnen und sagen, wir müssten gar nichts tun, sondern wir sagen, wir wollen Klima- und Umweltschutz aktiv vorantreiben, vor allem über Anreize und indem wir die entsprechenden Technologien entwickeln. Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung? Eigentlich hatten wir uns ja darauf verständigt. Die Kurzintervention haben wir uns darauf verständigt. Ja, bitte schön, dann gerne. Also schnell, Herr Hilse, bitte. Okay, alles klar. Ich möchte es noch mal auch für Sie klarstellen. Ich habe es in der letzten Woche gemacht. Wir leugnen nicht den Klimawandel. Wir stellen nur in Frage, dass der Mensch mit seinen CO2-Emissionen an diesem Klimawandel maßgeblich beeinflusst ist. Ich bitte Sie, das jetzt endlich zur Kenntnis zu nehmen. Vielen herzlichen Dank. Das war kurz, oder? Dann machen Sie in der Rede weiter. Man hört eigentlich jeden Tag was anderes von der AfD in dem Bereich. Sie haben da solche und solche. Aber was man, glaube ich, zur Kenntnis nehmen kann, dass Sie sich gegenüber 90% der wissenschaftlichen Erkenntnisse aussprechen. Und das ist das Fatale. Und deswegen kann ich nur sagen, wir können nur die Daumen drücken und hoffen, dass Sie hier niemals Verantwortung bekommen. Denn das wäre für dieses wichtige Thema genau das Falsche. Aber
Meine Damen und Herren, zurück zum Thema. Denn ich glaube, wir sollten viel weniger über die AfD sprechen, als über darum, wie wir den Klimaschutz in Deutschland tatsächlich bewältigen können und wie wir Klimaschutzziele erreichen können. Und für uns ist dabei auch klar, wenn wir zum Beispiel über Deutschland im Jahr 2040 oder 2050 sprechen, dass wir sagen, wir wollen immer noch, wenn wir an der Nordsee stehen, aufs Wattenmeer schauen. Wir wollen, wenn wir auf der Zugspitze stehen, die schneebedeckten Alpen. Lieber Kollege, wenn Sie so freundlich wären, ich weiß, Sie haben Probleme mit demokratischen Prozessen und können andere Meinungen schwer akzeptieren. Aber wir haben Ihnen auch zugehört und das wäre freundlich, wenn Sie es umgekehrt jetzt auch bei mir täten. Kann ja nicht schaden, wenn Sie vielleicht mal andere Sichtweisen zumindest hören. Ob Sie die dann aufnehmen, wage ich zu bezweifeln. Aber das ist unser Ziel und wir wollen, wenn wir über das Jahr 2040, 2050 sprechen, dass wir in unserer Wohnung oder in unserem Haus aufwachen und dort das Heizen nicht klimaschädlich ist. Das ist all das, was unser Ziel ist und das muss das Deutschland im Jahr 2040, 2050 prägen. So wichtig es ist, dass wir in unserem Land klimaneutral werden, auch das muss man bei der Debatte erwähnen, werden wir am Ende natürlich die Klimaschutzziele nur erreichen, wenn wir das auch auf europäischer Ebene angehen und am besten sogar weltweit angehen. Denn auch in Deutschland sind wir nur für gut 2% der CO2-Emissionen verantwortlich. Was aber wiederum nicht heißt, dass wir in Deutschland nichts tun müssen. Und deswegen in Deutschland alle Anstrengungen unternehmen, aber gleichzeitig auch international dieses Thema immer wieder auf die Tagesordnung setzen. Das ist der Ansatz der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir in diesen Tagen im Deutschen Bundestag einen Paradigmenwechsel beschließen, nämlich, dass wir CO2 einen Preis geben. Denn dadurch schaffen wir es, dass es marktwirtschaftliche Anreize gibt, dass es Mechanismen in Gang kommen, in umweltfreundliche Technologien zu investieren, dass es Anreize gibt für die Menschen, sich umweltfreundlicher fortzubewegen, die Menschen, die auf den öffentlichen Nahverkehr setzen, die sich zum Beispiel beim nächsten Mal ein umweltfreundliches, wasserstoffbetriebenes Elektroauto kaufen, die werden belohnt, wenn diejenigen, die sich klimaschädlich verhalten, nicht belohnt werden. Und das ist der Grundgedanke dieses Gesetzes. Und das wird ganz, ganz wichtig sein, wenn wir über die Klimaschutzziele reden. Ganz wichtig ist aber auch für uns, liebe Kollegin von den Grünen, ich weiß nicht, ob Sie mal. Moment, hier vorne wird gerade debattiert. Einfach so. Gut, Herr Bloß. Man merkt immer wieder, AfD, die Grünen, die bilden hier die Extreme der Debatte ab. Wir gehen den Mittelweg als CDU und versuchen, die breiten Schichten der Bevölkerung mitzunehmen. Nämlich, indem wir einen technologieoffenen Ansatz auch wählen. Die einen versteifen sich auf rein batteriegetriebene Elektroautos, vor allem die Grünen. Sie sagen, es soll gar nicht passieren. Und wir sagen, wir brauchen Elektromobilität, wir brauchen Wasserstoff, wir brauchen synthetische Kraftstoffe wie E-Fuels. Wir brauchen mehrere Pfade, um die Klimaschutzziele zu erfüllen. Und wir wollen als CDU, CSU Fliegen nicht verbieten, wie auch das hier einige wollen, sondern wir wollen Fliegen klimaneutral machen. Das ist unser großes Ziel und unser Ansatz. Und dann können wir es schaffen, mit der Wind, mit der Sonne, mit dem Wasser Ökostrom zu erzeugen und damit den Antrieb für die Flugzeuge, für die Schiffe und Lkw und Pkw bereitzustellen. Und ich will in dem Zusammenhang auch noch sagen, weil in der Tat dieses Gesetz ja schnell auf den Weg gebracht wurde und auch das Gesetzverfahren hier schnell verläuft, wir werden noch ein, zwei Stellen sicherlich nachjustieren hier in den Beratungen im Deutschen Bundestag. Zum Beispiel sollten wir die Biogase von der CO2-Bepreisung ausnehmen. Das ist, glaube ich, nochmal ein wichtiger Punkt. Und da habe ich ja auch schon hier viel Zustimmung von den Regierungsfraktionen vernommen. Und mit diesen Ansätzen, meine Damen und Herren, da können wir sogar aus Deutschland heraus Vorbild für andere Staaten werden. Da können wir zum Vorbild in der Welt werden, indem wir die Technologien, die wir hier entwickeln, bereitstellen für andere Länder. Und die sagen, so wie die Deutschen machen wir es auch. Das schaffen wir aber nicht über Verbote. Und das schaffen wir auch nicht, indem man einfach sagt, man macht sofort Benzin und alles enorm teuer. Denn es ist wirklich. Ja, Sie sind stark genug, da dagegen zu reden. Also, ja, wär prima, wenn Sie vielleicht bei den Grünen auch so konsequent einschreiten würden. Aber ich glaube, Demokratie zeichnet sich nicht dadurch aus. Ich glaube, Demokratie zeichnet sich nicht dadurch aus, indem man am meisten schreit, sondern indem man auch vielleicht den Argumenten der anderen zuhört. Das, was für die AfD gilt, gilt auch für Sie, liebe Grüne. Insofern will ich Ihnen nur noch zum Abschluss sagen, Klimaschutz, der wird nicht erfolgreich sein,
wenn wir am Ende hier Gelbwestenproteste haben, wenn das Land sozial gespalten ist oder wenn Arbeitsplätze vernichtet werden, sondern der Klimaschutz, der wird erfolgreich sein, wenn wir in Deutschland Exportschlager entwickeln, die wir in andere Länder exportieren können, wenn wir hier Arbeitsplätze damit schaffen. Und so verbinden wir eine kluge Wirtschaftspolitik mit einer klugen Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik und mit einer klugen Umweltpolitik. Und das wird der Herr Dr. Bloß, jetzt sind wir am Ende. Sein. Herzlichen Dank. Dankeschön. So, starke Männer auch am Rednerpult braucht das Land. Daran erinnert Claudia Roth, die Bundestagsvizepräsidentin, an diesem Freitagnachmittag.